Hallihallo Leute und herzlich willkommen auf Wir Minecraft. Bevor ich dieses kleine Update-Video zu Mario Party mache, lasst mich doch eine Kleinigkeit ändern zu eurem Wohl. Hallihallo Leute und herzlich willkommen auf Wir Minecraft. Ich glaube, so klingt meine sonst erbärmliche Stimme, glaube ich, ein wenig besser. Dank meines neuen Mikrofons, denn wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's ja auch irgendwie an der Badehose. Oder so ähnlich. Egal. Herzlich willkommen zu Mario Party Version Beta 0.5. Ja, es ist noch lange nicht fertig und es wird auch wahrscheinlich so schnell nicht fertig werden, da ich auf das kommende Update der nächsten Minecraft-Version ganz gespannt warte. Was allerdings erst wo wahrscheinlich bald rauskommen wird, zumindest Zeitpunkt dieses Videos. Ihr seht aber, es hat sich einiges verändert. Einige Kleinigkeiten, an denen ich in letzter Zeit sehr lange gesessen habe. Fangen wir mal erstmal an, der Rundenzähler, der anzeigte, wann ein Minigame beginnt, ist nicht mehr da unten, dieser hässliche Balken, das sah auch scheiße aus mit der Mauer dort. Komm, ganz ehrlich, muss man sein, der Bildschirm gegenüber der Mauer und die Mauer gegen den Bildschirm rein und blablabla. Nee, das geht auf jeden Fall nicht. Deshalb habe ich das Ganze nach da oben versetzt, ganz schön mit fetten, hellen 7-Segment-Display, schön 2 von 3. Wir sind auch gerade in der zweiten Runde. Und dieser Strich da oben ist nicht ein Strich. Nein, das ist eine 1. Tatsächlich ist es eine 1. Ihr glaubt mir zwar nicht, dass es eine 1 ist. Darum will ich mal einfach fair sein und gleich daraus eine 2 machen, indem ich immer Strom ansetze. Und schon haben wir aus der 1 eine 3 gemacht. Hä? Okay. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Das war auch gerade ein bisschen Fail. Warum auch immer. So, jetzt ist es eine 4. Wenn es jetzt keine 4 ist, dann beiße ich mir meinen Hut ab. Ich habe aber keinen Hut auf. Gut, also das Problem mit dem Hut hätten wir damals schon mal geklärt. Ja, was wir hier haben, ist das Starboard. Da fragt euch sicherlich, eine schwarze Wand. Nee, eine steinerne Wand. Und ich gebe jetzt mal Player 4 2 Sternis. Und ja, super. Viele Sterne. Wow, unglaublich, ne? Wow, super Sterne. Nein, es zeigt ja an den Fortschritt. Wer als erstes 6 Sterne erreicht hat, also ist der Balken ganz voll, gewinnt das Game. Außerdem hier bei dem Sterne-Dings ist es so, Sterne-Dings, nein, Sterneturm. Hier oben ist ja das Starfield, bei dem man sich einen Stern kaufen kann. Und das System ist Dunkcode Crafted. Der hat nämlich diesen wunderbaren Double Extender gebaut, also zwei Pistons, die sich extenden können. So, jetzt ist es zu, da könnt ihr jetzt nichts bezahlen. Und jetzt ist es offen, da könnt ihr was bezahlen. Da müsst ihr dann natürlich Emeralds bezahlen. So, und der Computer soll dann natürlich nachdenken, erst wenn auch wirklich ein Spieler auf diesem Feld ist, kann er sich Sachen kaufen. Das heißt, wenn du wirklich auf Feld 25 bist, solltest du dir auch deine Sternis kaufen können, ansonsten nicht. Ja, und dann soll hier, dort, wo ich jetzt gerade hingucke, ein Stern blinken. Das ist auch schon eingerichtet, muss ich euch jetzt auch nicht zeigen, weil es zu lange dauert. Dann, ja, hier der Master-Rundenzähler zeigt an, wie viele Runden es gibt, aber da hat sich auch noch mal eine Kleinigkeit verändert. Erstmal hier, wenn man hier ankommt, seht ihr ganz normal, one moment, man kommt hier hin, welcome back, und schon geht die Party dort weiter, wo man stehen geblieben ist zuletzt. Allerdings, mit einer kleinen Änderung, die ich jetzt mal gemacht habe, und zwar die sogenannten Feldaktionen. Da hat sich unter dem Spielfeld eine ganze Menge verändert. Ich habe auch jetzt extra für dieses Review Singleplayer-Commands rausgehauen, weil sonst das nicht funktionieren würde, was ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar mache ich jetzt mal so einen Trank an, dass ich auch hier unter Tage gucken kann. Dieses ganze Ding hier. So viel Technik für nur so eine simple Sache. Der Würfel würfelt ganz normal Zahlen und jetzt sagen wir, nach 10 Runden kommt nun hier einmal Strom rein. Nichts Besonderes scheint so zu sein, als ob da nichts Großes wäre, alles normal. Da hat sich aber tatsächlich was verändert. So, jetzt spielt ihr ein Minigame und wenn ihr jetzt wieder zurück auf das Feld kommt, passiert Folgendes. One moment. Welcome back. Und auf einmal. Oh, it's raining. Ihr seht, es regnet wirklich. You all should go slow. I will change the dice. One moment. Okay, I did it. The dice will now only dice one or two. Until the rain stops. Have fun. Für die, die nicht Englisch können, übersetze ich das gerne mal eben auf Deutsch. Und zwar, der Würfel wird nun ausschließlich Einsen und Zweien würfeln. Außerdem, solange es regnet. Außerdem ist es noch ein bisschen verändert worden, das System, mit dem Würfel, sondern guck, ich würfel jetzt 2, gibt nur Einsen und Zweien. Denn wenn ich vorwärts gegangen bin, jetzt auf Feld 7, steht hier was im Chat, seht ihr? Seht ihr? Genau. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass hier diese Nachricht steht. Ja, also diese Nachricht, nachdem ihr ein neues Game gemacht habt, wird diese Nachricht, ja, dreimal auftauchen. Das ist das dritte Mal. Dann steht hier, this message will not be repeated now. Das bedeutet, diese Nachricht wird nur ein paar Mal angezeigt. Das ist für die Oberblöden, die nicht gerallert haben, dass man den Knopf danach nochmal drücken muss. Und ihr, ui, habt ihr das gesehen? Ich habe 2 Coins gerade bekommen. Genau. Auch nochmal eine neue Sache. So, jetzt darf mein Partner nach vorne gehen. Mein Partner 2, der gar nicht existiert.
Lass mich doch mal bitte eben diesen erbärmlichen Regen ausschalten, denn der nervt mich gerade ein bisschen. Oh, war das da ein Gewitter? Das sollte nicht so sein. Nee, doch nicht. War nur ein Frame-Lag. Sollte kein Gewitter sein, nicht, dass er nachher meine ganze Technik abfackelt. Darüber wäre ich ziemlich stinkig. Ja, dann schalten wir mal den Regen aus. Einfach hier ganz simpel einmal Strom reintun und schon hört der Regen auf. Seht ihr? Kein Regen mehr. Und ab jetzt würfelt der Würfel nicht mehr Einsen, sondern natürlich auch eine ganze andere Zeile. Und ihr seht, der andere Spieler ist gerade vorwärts gegangen und diese Message da, die sagt, dass man, nachdem man fertig ist, nochmal den schwarzen Knopf drücken muss, ist nun weg. Also die Spieler sollten es nach dreimal gerallert haben. So, zweite Runde. Ich würfel jetzt mal und mal gucken, ob der Würfel jetzt was anderes außer Einsen und Zweiern würfelt. Runde 2 von 3. 5 Runden schon abgeschlossen. 4. Oh, tatsächlich, es klappt. Player 1, The Joe Minecraft, moves forward. So, 8, 9, 10, 11. Und jetzt drücke ich nochmal und achtet auf meine Coins unten, achtet drauf, achtet. He gets two Coins. Genau, und jetzt habe ich gerade zwei Nunzen bekommen. Und später kann ich mir dann für 25 Münzen, ist das teuer, einen Stern kaufen. Ja, das Spiel soll auch ein bisschen Zeit machen. Und keine Wolle. Nee, Wolle zählt hier nicht. Wolle wird nicht angenommen. Auch jedes andere Item nicht. Jedes Mal, wenn eine Runde abgeschlossen worden ist, zählt dieses Ding plus 1. Oh, jetzt hau ich mal eben Singleplayer-Commands. Moment. Okay. So, nun ist Singleplayer-Commands drin. Ihr seht, jetzt ist das an. Ab jetzt funktioniert das mit dem Regen auch nicht mehr. Und einige Command-Blöcke funktionieren jetzt nicht mehr. Aber jetzt kann ich ein paar zusätzliche Funktionen nehmen, wie zum Beispiel, dass ich jetzt hin und her jumpen kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr das hier. Ich nehme jetzt einfach Lightning World und ich kann mich ein bisschen schneller bewegen. Eine feine Sache. Da gehe ich jetzt einfach mal hier unten rein. Und wir gucken uns das Ganze hier mal an. Das hier wird der Tutorial-Raum sein am Anfang, wo man dann nach ja, der Einführung, nach der Hello, welcome to the Star Carnival, das typische Mario Party 8, dieser Typ da, dieser Clown, der am Anfang da spricht. Kommen wir hin, wird dann hier lernen, wie es geht. Das heißt, hier kommen noch ein paar Tutorien hin, Game Field Overview etc. Und wenn man dann fertig ist, darf man zweimal hier auf diesen Knopf drücken. Und ihr seht, one moment, resetting all data, creating game for the Minecraft und dann für die anderen Players. Ist doof, wenn man hier alleine ist, weil dann funktioniert das Game nicht. Aber ich als Bauer kennt mich ja damit aus. So, Mario Party in Minecraft by the Minecraft. Bald kommt vielleicht sogar noch jemand dazu, weil ich eine Kooperation mit einem englischen YouTuber eingegangen bin. Dazu sage ich allerdings noch nicht. Das werdet ihr dann erfahren, wenn es dann soweit ist. Und ihr seht, das Board, das System hat sich alles komplett resettet. Erste Runde, 0 Runden zurückgelegt. Ihr seht da oben nichts. P1 dran, alle Spieler sind wieder auf Feld 0. Ja, und es gibt noch eine ganz sagenhafte neue Nachricht. Und zwar gibt es 0 Minigames. Sagenhaft, nicht wahr? Einfach unglaublich. 0 Minigames bisher. Ich arbeite nur am Feld. Ich warte bei den Minigames immer noch auf die neueste Minecraft-Version. Auch der Spawn sieht ein bisschen komisch aus und wird noch sicherlich schöner gestaltet werden können. Und werde ich sicherlich auch machen. So, mein Dummy geht hier mal weg. Der steht dort ja, die ganze Zeit aus Langeweile hier drin. Hier, die Spieler werden am Anfang dort rein teleportiert und dann kommt eben halt dieses typische Welcome to the Star Carnival. Ich liebe das immer sozusagen, weil, ja gut, er sagt es zwar nicht im Spiel wörtlich, aber das klingt immer so komisch, wenn das so da steht. Also dieses, nee doch, der sagt das im Spiel. Wie lange habe ich nicht mal Wii gezockt? Natürlich sagt er das im Spiel. Obwohl nicht lange Wii, also komm hier, müsste ein paar Let's Plays zurückgehen. Klar, da kommt doch dieses Welcome to the Star Carnival. Natürlich, was sage ich da die ganze Zeit für eine Scheiße? Okay. Wie dem auch sei, bin ich soweit erstmal mit dem Computer mehr als zufrieden. Es macht ungemein Spaß, hat es bis jetzt gemacht. Ich guck mal, ich habe hier gerade im Video, das ist auch mal eine coole Sache, einen Fehler gefunden in der Technik. Ist auch mal was Feines, während eines Reviews einen Fehler zu finden, den ich gerade korrigiert habe. Ja, soweit erstmal dazu. Wir seht, eine Menge Technik. Das ist dieses Ding hier allein, die Technik für dieses Regendings. Auch an den Würfel das Ganze anzuschließen war ein bisschen kompliziert, weil ich den ganzen Würfel auseinandernehmen musste. Die Würfel habe ich auch noch mal ein bisschen verändert hier. Die ganze Technik dafür, dass nur eins und zwei gewürfelt werden. Naja. Wir werden aber noch tolle Sachen dazu kommen, zum Beispiel wird es auch bald einen zweiten Spielmodus geben, und zwar ja, des Aktionsfeldmodus Dark, dann wird es hier dunkel sein. Dafür sind nämlich, ist dieses kleine Ding hier unten zuständig, dieses hier, dieses Minecart gibt, solange das Ding an ist, jede Minute einen Impuls und je nachdem, was dann ausgewählt ist, wird es dann Tag, Nacht, bleibt es beim Regen oder bleibt es nicht beim Regen. Soweit erstmal, ja,
Danke fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn euch das Projekt gefällt. So sehe ich auch, dass es bei euch ankommt und spornt mich ja umso mehr an zu arbeiten. Ich bin ja auch so eine Motivationsbombe, die motiviert werden möchte. Und ja, es liegt in eurer Hand im wahrsten Sinne des Wortes, einmal mit dem Zeigefinger einen Klick da auf das Häkchen nach oben zu machen. Aber egal. Und wenn ihr ein Abo gebt, freue nicht nur ich mich, sondern ihr euch natürlich auch, weil ihr dann auf jeden Fall erfahrt, wie es mit Mario Party weitergeht. Und dann nochmal danke fürs Zusehen und ciao. Wo ist mein Eisenblock? Da ist der Eisenblock. So, ciao.